Hellas und willkommen zurück im PBM 172. Ich bin der griechische Captain. Wir sind in Runde 102. Und wie einige jetzt bemerkt haben, ich habe jetzt den Livestream bei mir wieder online geschaltet. Und falls ihr nicht auf das Replay hier am Stück 5 bis 10 Minuten den Zug besprochen warten wollt, dann empfehle ich doch hin und wieder mal einen Blick in den Livestream zu werfen. Denn dort könnte sein, dass ihr mich da eine oder vielleicht anderthalb, zwei Stunden lang über dem Zug grübeln seht. Je nachdem, wie viel ich da halt gerade zu analysieren und einzustellen habe. Ja, meine Katze findet das auch ganz toll. Die miaut hier im Hintergrund wieder ganz übel. Denn ich habe gerade gestreamt und war dementsprechend nicht so aufmerksam zu ihr, da ich hier mich auf das Spiel konzentriert habe. So, wo sind wir jetzt in dem Spiel hier? Ja, wir sind in dem Spiel, wir haben einige Galeassen und Trieren, die Erfahrung gesammelt haben. Wir haben einen Feiertag bekommen in Jerusalem wegen den Wahlen. Wahlen, ne? Der Wahl, nicht die Wahlen. Wahlen gibt es hier nicht. Kabul sehnt sich nach dem Parthenon. Parthenon, okay. Nee, Parthenon, nicht Parthenon. Parthenon, ja, genau. Das ist ja ein Wunder. Das ein Wunder, ja, gut. Okay. Und in unserem Gebiet wurde... Ah ja, hier sieht man es. Einmal ein Kompositbogenschütze. Den anderen auch, die hat er zurückgezogen. Er hat den hier offensichtlich nur mit einer Einheit, vielleicht mit zwei angegriffen. Den hat er ganz zurückgezogen. Und den Elefanten hier. So, was machen wir denn jetzt? Achso, wir gucken hier nochmal. Das... Da gehen wir gleich hin. So, machen wir erstmal die Hauptaufgabe. Die Beförderung verteilen. So. Beförderung gegen Landeinheiten. Das ist wichtig, denn ich werde viel gegen Landeinheiten kämpfen müssen. Schiffseinheiten haben die anderen ja noch nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste, dass irgendjemand Kompass erforscht hat. Soweit sind die alle noch nicht. England hat es noch nicht. Und bei Mambukut weiß ich, der hat es auch noch nicht. Der Inder und der Chinese, ach gut, vielleicht haben die das ja auch, aber ich glaube eigentlich eher nicht. So, was haben wir jetzt hier? Ich habe hier genommen Mobilität. Einmal Fortbewegung ist doch gut hier für die Triere. Sollte die mal zu einer Karavelle abgedatet werden, dann hat sie noch mehr Bewegung. Dann ist sie ein sehr flinkes Erforschungsschiff und kann schnell an allen möglichen Punkten sein. Gucken wir jetzt in die Heimat. Bauen, bauen, bauen. Hier, beide, Korinth und Athen, wollen, dass ich was baue. Wie gesagt, ich stelle den Markt ein in Korinth, damit ich ein bisschen Geld kriege. Und in Athen stelle ich einen Bautrupp ein. Der Bautrupp braucht zwei Runden. Und da ich jetzt das Bildungswesen noch nicht forschen will, weil ich das ja eh erst in zwei Runden anfangen kann, forsche ich zwischendrin mal die Eisenverarbeitung und danach das Bildungswesen. Also kommende Runde geht es Bildungswesen weiter. Machen wir jetzt mal hier mit den Bautrupps weiter. Eine Straße. Oh, das wird wieder teuer. Der geht dahin, baut dort die Straße weiter. Und jetzt hier. Nee, die machen wir noch nicht. Erst zum Schluss. Hier können wir nochmal machen. Einmal Steine. Einmal dahin setzen. Einmal dahin setzen. Steht bei hier, da wird Kyala die Augen machen, wenn er hier die Baumwolle sieht, dass ich hier die nächste Runde dann geschnappt habe. Zack, zack, dann ist er mein. Er hätte ja mal ein bisschen gucken können hier. Er hätte sie sich ja auch kaufen können. Aber so ist das halt. So, der wird den da fertig machen. Und was habe ich hier in Delphi eingestellt? Hatte ich hier was eingestellt? Ne, ich habe es so gelassen. Gibt halt ordentlich Nahrung. Und nächste Runde wird dann einmal hier Goldlager dazu genommen. Genau. So, gut. Der dort Bauernhof, der ist nächste Runde auch fertig. Oh, genau, hier, Sparda. Du sollst dahin gehen. Du sollst nämlich hier Nahrung kriegen, damit die Stadt möglichst schnell auf Stufe 9 und Stufe 10 wächst. Und der hier ist auch gewachsen, hat jetzt das Feld und der kann dahin und hat das Feld so umgewandelt. Passt auch.
frische Bauten. Kommen wir zum Krieg. Den Siedler noch mal ein bisschen weiter bewegen. Den hier ziehen wir dahin, damit wir dieses Feld hier frei halten können. Okay, gut. Machen wir hier oben als erstes. So. Den Elefanten will ich mit zwei Einheiten angreifen. Mit was kann ich den angreifen? Kann ich den mit erfahrenen Truppen angreifen? Eins, zwei. Ja. Der. Der ist erfahren. Macht 53 Schaden. Gut. Den könnte ich mit dreien angreifen. Okay, machen wir erstmal den hier. Den kann ich da hinstellen. Und greife an. Zack. Oh, nur 43. Schlecht. Was machen wir denn sonst jetzt hier? Dann kann ich auch den Angeschlagenen hier nehmen und den da drauf feuern. Oder den hier. Und dann nehmen wir hier diesen Angeschlagenen. Ich glaube, den habe ich gehabt. Dann da drauf gefeuert. Oder? Nee, gar nicht. Ich habe den in die Stadt gesetzt. So war das. Damit der in der Stadt steht. Wie machen wir denn das jetzt hier? Ah, gucken wir mal. Als nächstes. Also, gucken wir mal. Den bringen wir hier hin. Feuern wir auf den. 56. Ah, das passt doch. Sehr gut. Und deswegen jetzt den raus. Den in die Stadt. Der kann den nämlich jetzt final fertig machen. Und jetzt, den hier packen wir hier hin. Kann er nämlich zur Not ausruhen, wenn er nichts mehr zum Schießen hat. 41. Du kannst den Elefanten da unten nochmal beschießen. Dann nur noch 20. Und du kannst hier oben hin. Damit der Brandner, der Triere, die Triere hier unten bleiben kann. Ups. Genau, so wird ein Schuh raus. Und die Einheiten ziehen wir schön hier im Schutz dieser Einheiten dahin. Sehr gut. So, ein Härchen hier. So, ein Frachter. Den Frachter möchte ich ganz gerne hier nach Vancouver schicken. Hier haben wir ein Barbarenlager, das müssen wir aber erst wegmachen, bevor wir uns ums Barbarenlager kümmern. Kümmern wir uns um die englische Triere, die hier so nett sich platziert hat. Zack, einmal weg, gibt wieder Geld. Und den stellen wir dorthin. Dann kann der mal hier auf dieses Feld drauf. So. Und jetzt, da der dahin soll, kann der mal so, gibt dem Schutz, zack, 16 Gold, sich nur mit 15 angeschlagen und einmal hier rüber. Was macht der? Der zieht sich dorthin. Und jetzt kann ich den Frachter nehmen und nach Vancouver schicken. Gibt nämlich hier jetzt Druck, 9 Druck von meiner Religion. Damit wird die über die Frachter auch ausgeweitet. Und in London wird ja auch bald entstehen. Dann habe ich hier bald 18 Druck. Sehr gut. Okay. Kommen wir zu den Barbaren hier unten. Samarkand. Ja, es hätte mir beim letzten Mal auffallen sollen. Ich habe es im Nachhinein beim Livestream nicht gesehen. Hier, Samarkand kann ja auf den schießen und würde den wahrscheinlich wegschießen. Es wären 16 Gold und 16 und gleichzeitig nochmal 12 Anhänger hier. Aber da kommt bestimmt bald wieder einer. Deswegen, also wir haben jetzt das Schiff genommen, damit das Schiff nicht irgendwas anderes noch macht. Na gut, jetzt haben wir es weg. Nächste Runde hätten wir das machen können, aber der Barbar ist uns da, der Stadtstaat ist uns dazwischen gekommen.
Hier oben gibt es auch nur eine Einheit zu killen. Einmal so. Gibt uns auch ein bisschen was. Können wir wieder zurück und stehen bleiben. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es dann jetzt nicht zu tun, diese Runde. Wir gucken auf die Demografie, sehen 85 Hämmerchen haben wir jetzt. Es wird sich bald erhöhen. Und 128 Nahrung, das wird sich auch noch bald erhöhen. Wir werden ja bald auch noch mal wieder ein bisschen wachsen. Und dementsprechend kommen wir etwas näher an den heran. An den Q-Aladin. Dritter bei den Forschungsdaten, gar nicht mal so schlecht. Denn damit bin ich dann auf jeden Fall nicht unbedingt das erste Ziel beim Forschen, wenn wir uns auf die Forschung angucken. Bildungswesen fehlt mir nicht mehr viel. Maschinenbau habe ich praktisch auch erforscht. Gilden habe ich noch nichts. Ja. Was hat Mambo-Code vor mir? 1, 2, 3, 4 Techs, 5 Techs vor mir. Was habe ich vor ihm? Ich habe Kompass vor ihm. Gut. Er hat halt den Kompass nicht erforscht. Das sollte er sicherlich auch schleunigst machen, damit er hier auch mehr seine Schiffchen bauen kann. Falls er überhaupt Schiffchen bauen kann. Tribut fordern. Genau, das habe ich ganz vergessen. Tribut fordern von Vancouver. 195 und jetzt komme ich auf meine 666 Geld, die ich auch brauche. Okay, und ja, damit ist der Zug zu Ende und wir sehen uns dann in Runde 103 wieder. Hellas!